Passend zum 90-jährigen Firmenjubiläum war 2016 für Stihl wieder einmal ein Rekordjahr. Wir konnten den Umsatz um 7% auf knapp 3,5 Milliarden Euro steigern. Besonders hohe Zuwächse hatten wir bei unseren Akkuprodukten, insbesondere bei dem neuen Akkusystem Compact. Aber auch die Benzinprodukte haben sehr gut zugelegt. Passend zum Wachstum hat auch die Mitarbeiterzahl zugelegt auf rund 15.000 Mitarbeiter. Wir haben in vielen Ländern Marktanteile hinzugewonnen und damit unsere globale Wettbewerbsposition ausgebaut. Für 2017 rechnen wir mit noch stärkerem Wachstum und die Zahlen des ersten Quartals belegen das deutlich. Was die Elektromobilität für die Automobilindustrie ist, ist für Stihl der Akkuantrieb. Wir haben damit vor 10 Jahren begonnen und sind jetzt in voller Fahrt und bringen hier viele neue Produkte. Für kleinere Gärten haben wir die Akkulinie mit integriertem Akku. Hier werden wir ein Blasgerät, einen Freischneider und eine Heckenschere bringen und die zu interessanten Preispunkten. Beispielsweise 129 Euro in Deutschland. Für größere Gärten haben wir das Akkusystem Compact mit Wechselakku. Hier bringen wir eine Motorsäge, die MSA 140 mit 25% mehr Leistung. Für Profis bringen wir die Heckenschere HSA 94 und die Motorsense FSA 130. Hier kann man dann den ganzen Tag mit einer Akkuladung arbeiten. Aber auch bei Benzin geben wir keinen Millimeter nach. Wir bringen für den Profi die MS462, das ist eine Hochleistungssäge mit hervorragender Beschleunigung und Leistung. Digitalisierung ist eines der großen Themen der nächsten Jahre. Hier beschäftigen wir uns mit Produkten mit Digitalfunktion, mit vernetzten Produkten bis hin zu digitalen Geschäftsmodellen. Zum Beispiel das Schlagwort Smart Connected. Hier werden Stihl-Nutzern die Daten ihrer Produkte direkt auf das Smartphone geliefert. Um bei der Digitalisierung schneller zu werden, verwenden wir auch Startup-Methoden. Wir beteiligen uns beispielsweise an dem Activator-Programm, das in Stuttgart sich mit Startup-Methoden und mit der Startup-Szene beschäftigt. Außerdem haben wir uns beteiligt an dem israelischen Unternehmen GreenIQ, das sich mit dem vernetzten Garten beschäftigt. Oberstes Ziel dieser Aktivitäten ist es, Zusatznutzen für unsere Kunden zu schaffen durch die Digitalisierung.